Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, RF4 natürlich, was sonst. Und ich bin am, ja, wie meistens, Kupfersee. Und hier ist echt ein ziemlich brutaler Spot von der Frequenz her. Werden die meisten natürlich auch schon wissen und kennen, gehe ich schon aus. Ihr seid ja immer ziemlich fix und clever in sowas. Aber ich habe mir mal gedacht, wie ist es denn, wenn man an diesem Spot einfach mal mit riesig 3 Nullern durchgehend angelt. Ja, und ich kann euch schon sagen, der Frequenz tut das keinen Abbruch. Ihr seht ja rechts 72 Fische und in einer Zeit von einer Stunde und 3 Minuten. Ich bin nach genau einer Stunde gucken gegangen, 800 Silber nach 60 Minuten, das ist schon krass. Ja, wenn man jetzt mal nach Gewichte guckt, wie gesagt, ich habe überall riesig 3 Nuller drauf. Ein 16 Kilo, 12, 11, 11, 10 und dann ist es schon drunter. Man hat zwar jetzt hier viele 6, 7, 8 Kilo, aber man hat auch trotzdem immer noch die Babys dabei, also ziemlich kurios. Also manchmal habe ich so den Eindruck, es ist völlig egal, ist welche Hakengröße man hier so drauf tut. Gute Frage, nächste Frage, also das ist auf jeden Fall kurios. Wir gehen trotzdem nochmal schnell zum Fischmarkt, da können wir es sehen. Mein 800 Silber kann sich auf jeden Fall schon sehen lassen. Für ein Level 29 Gewässer auf jeden Fall krass. Gucken wir mal eben rein. Ja, und da die Dinkelsbühler Spiegler hier sehr aktiv sind, habe ich gedacht, komm, versuchst du einfach mal, ja, mit großen Haken. Ja, die werden ja auch echt fett und groß und schwer, dass man da vielleicht mal eine Trophäe dran bekommt. Nee, drauf geschissen, nix. Ne? Ja, was soll man sagen? 845 Silber, 1 Stunde 3 Minuten. Wie gesagt, nach einer Stunde 800 Silber. Ja, so ist das. Und da geht es schon fröhlich weiter. Ich denke, jetzt wird gleich so ein bisschen die Luft raus sein. Wobei manche Spots ja auch gut und gerne 2 Stunden laufen. Hier ist jetzt nichts. Nehmen wir mal den. Dann gucken wir mal trotzdem für die Leute, die es nicht wissen, wo wir hier stehen. Also man sieht, könnte schon vermuten, oben rechts auf Banane. Ja. Ich habe mir die Wochenrekorde mal angeguckt. Ist ja gerade mal Anfang der Woche, die alle drei Dinkelsbühler ziemlich viele auf Kokossahne. Habe ich eben auch mal drauf gemacht, aber habe ich einen bekommen. Dann war die Route lange ruhig. Also ich angel hier mit Banane. Ich weiß nicht, wie andere hier angeln. Keine Ahnung. Ich hatte einfach mal Banane probiert. Ein paar Spots. Dann habe ich auf Twitch gesehen, hier steht auch einer an der Stelle. Und dann habe ich gesagt, komm, wirfst du da mal die Banane rein. Ja, und dann ging es direkt auch schon gut los. Dann habe ich ein neues PFA gemacht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Alles auf Pop-Up-Mais. Ja, 3-0er riesig. Wie gesagt, ja. Der übliche Kram. Banane gelb, Bananenpunsch und ich mache meine Bananen-PFAs mittlerweile so. Maismehl, dann eine 14er Banane gemahlen, eine süße Banane, 10 reingemahlen, Banane und die beiden Bananen-Feed-Pellets und natürlich Banane als Aroma. So ist mein Setup. Und wir stehen hier quasi bei H5 und werfen 12 Meter. Ist der Clip bei 61,53. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich wollte das Video jetzt eigentlich nur machen, um mal so einen Vergleich zu ziehen von den 1er-Haken. Na, dann habe ich eigentlich auch oft mit 1-0er auch. Dann habe ich gedacht, komm, probierst du mal 3-0er. Also gravierende Unterschiede sind da nicht festzustellen. Ich könnte noch einen 4-0er probieren. Also das Mais geht bis 4-0er auf jeden Fall. Aber ob es da jetzt anders wird, kann ich mir kaum vorstellen. Ja, in diesem Sinne, könnt ihr auf jeden Fall eure Happy Hour verbraten und ziemlich gut Silber machen, wie ich finde. 800 die Stunde, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Na komm, dann nehmen wir den noch mit. Gucken wir mal. Ein paar mehr Lederkarpfen wären natürlich geil. Ja. Die bringen natürlich richtig XP. Ah, hier haben wir noch einen Spiegler. Oh, nochmal ein Ölver. Vielleicht bringt es ja da was. Ihr könnt ja mal antworten,
die so mit den 1-0ern unterwegs sind. Habt ihr da jetzt ähnlich, sage ich mal, die Erfahrung gemacht? Oder habt ihr sogar mehr schwerere geschafft hier? Ja, wie gesagt, für mich nicht so gravierend die Unterschiede. Komm, dann nehmen wir dich auch noch mit. Man hofft ja immer schon, dass die Bremse direkt beim Biss loszieht. Dann kann man ja schon so ein bisschen hoffen. Ich glaube, ich mache mal einen auf 4-0er. Falls da eine knallharte Trophäe reinkommen sollte, werde ich es euch wissen lassen. Zumindest mal einen Zeilenkarpfen. Jetzt kommen auch mal ein paar seltene rein. Das ist ja auch ziemlich schön. Ja, in diesem Sinne, länger müssen wir nicht darüber philosophieren. Danke fürs Einschalten. Petri Eil, macht's gut und tschüss.